Willkommen im achten Teil meines Barb-Tutorials. Heute geht es um dämonische Essenzen. Und wie farme ich die am besten als Barb? Denn es hat sich jetzt immer mehr herauskristallisiert, also das Trash-Farmen ist unbestritten das Beste für uns als Barb, wenn wir Loot wollen, Legendaries und Items. Dann Trash-Farmen wir. Dazu habe ich eine Menge Videos jetzt auch gemacht und erklärt und bis heute haben wir es noch nicht ganz alles im Detail rausgefunden zum Trash-Farmen. Da werden auch noch ein paar Videos kommen. Aber das zweite und wirklich wichtige, was wir jetzt haben, ist das Essenzenfarmen. Denn die Essenzen geben uns, die dämonischen Essenzen geben uns eine Menge Upgrade-Potenzial. Wenn man mal den Barb anguckt, also wir können Schultern craften, wir können ein Amulett craften, das sowieso, Handschuhe können wir craften, wenn wir zum Beispiel einen K-Gürtel benutzen, dann können wir hier Rare-Handschuhe benutzen. Wir können sogar den Brustschutz craften und auch in vielen Fällen die Armschienen, wenn man zum Beispiel Tsunemasas mit einer Inas-Hose benutzt, ja, dann hat man hier 24% Movement Speed und kann auch Armschienen gecraftete benutzen. Also im Endeffekt machen viele, viele Craft-Teile für uns Sinn, eigentlich alle sogar, und dementsprechend brauchen wir Essenzen. Und jetzt ist für uns natürlich ganz wichtig, wie fahren wir die am schnellsten? Und da gibt es jetzt diverse Möglichkeiten zu. Ich fange mal mit der Skillung selber an. Das so ein bisschen habe ich selber rausgefunden, die Skillung. Und die sieht folgendermaßen aus. Wir nehmen, also ich persönlich finde es am besten, wir nehmen den Wirbelwind-Skill raus. Klingt vielleicht jetzt erstmal blöd, aber das Hieb mit Bestrafen, ja, ich hatte es ja in meinem Skill-Tutorial schon, das erhöht den Gesamtschaden. Dreimal stapelbar um jeweils 8%. Das bedeutet 24% mehr DPS. Dann Schlag mit Hammer der Urahn. Das ist unbestritten der beste Skill gegen Einzelgegner, gegen Elite-Gegner. Denn wir machen 406% Waffenschaden mit einem Schlag. Und dann eine Besonderheit: Wir nehmen Sprung mit Tod von oben. Da kläre ich gleich noch mal ein bisschen was dazu, wieso die Rune. Und ja. Das liegt, wieso nehmen wir Sprung? Da will ich einmal zeigen. Das liegt daran, dass wir wirklich, also ich nur ein Gebiet farme für Essenzen und das ist das Assassinengewölbe. Das liegt daran, dass das Assassinengewölbe die höchste Elite-Dichte hat. Ja, wir wollen Elite-Gegner töten. Wir Trash-Farmen ja auch nicht in Gebieten, wo eine niedrige Mobdichte ist. Und genau dasselbe ist hier jetzt beim Elite-Farmen. Wir wollen die Gebiete farmen, die die höchste Elite-Dichte haben. Und das ist das Assassinengewölbe, unbestritten. Und wieso nehmen wir jetzt Sprung? Das liegt an dem Aufbau dieser Map. Wir haben hier diese Bereiche immer. Hier sieht man zum Beispiel schön. Und dort sind meistens die Elite-Gegner. Nicht immer, aber die meisten sind hier hinten drin. Und wir können mit unserem Sprung zwischen diesen Gebieten hin und her springen. Hier sieht man das schön. Ja, wir müssen da nicht so rumlaufen, sondern wir können hier rüberspringen. Oder hier auch. Hier können wir statt so rumzulaufen, können wir einfach hier rüberspringen. Und es spart uns eine Menge Zeit, besonders wenn man beachtet, dass wirklich hier die Elite-Gegner sind. Und ja, dadurch ist es halt die Frage, wie kriegen wir Sprung sinnvoll in unsere Skillung rein? Und ja, ich bin dazu gekommen, Wirbelwind einfach rauszunehmen. Denn wir töten einfach, wenn wir Essenzen farmen, überhaupt keinen Trash. Oder den Trash benutzen wir wirklich nur, um Wut zu erzeugen. Und Hieb ist deswegen so gut, weil es uns 24 bis zu 24% mehr DPS gibt und wir dadurch ganz schnell die Elite-Gegner töten können. Also wir gehen ran an die Elite-Gegner, hauen ein-, zweimal zu mit Hieb, gibt uns auch Wut. Und dann mit dem Hammer der Uhren sie tot. Möglichst schnell, optimalerweise zwischen 5 bis 10 Sekunden, 5 bis 7 Sekunden, so in dem Bereich. Das ist halt die Optimalzeit. Das müsst ihr selber dann rausfinden, auf welcher MP-Stufe ihr das hinbekommt. Ja, denn ich zeige auch noch mal ganz kurz hier etwas. Wir haben hier die Dropraten von Essenzen. Das ist nicht wie bei Schlüsseln, das 100% bei MP10 ist, sondern ja, es ist sehr flach ansteigend, die Dropraten. Das bedeutet also, ich habe auf MP7 29% und auf MP10 38%. Ja, deshalb der HP von Elite-Gegnern ist aber auf MP10 mehr als dreimal so viel wie auf MP7. Ja, und ich bin da mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Zahlen so stimmen, aber circa. Also, das steht in keinem Verhältnis. Das bedeutet also, wenn wir Essenzen farmen, ist MP10 fast nie gut.
Fast, also ich weiß nicht, wann man auf MP10 mehr Essenzen farmen könnte als auf MP7. Ich meine, wenn man vielleicht das beste Gear der Welt hat, könnte es sein. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und ihr müsst dann halt so rausfinden, es ist auch überhaupt kein Problem, auf MP6 oder auch sogar MP5 das Ganze zu machen mit einem Barb. Es kommt wirklich darauf an, wie schnell killt ihr die Elite-Gegner, denn das ist das, was im Verhältnis steht zur Droprate. Und wenn wir zu lange brauchen für einen Elite-Gegner, bringen uns die erhöhten Droprate nichts, also gehen wir eine MP-Stufe runter. Das ist ganz wichtig. Ich bin jetzt so zwischen MP6 und MP7, da weiß ich nie so genau. Ich mache jetzt, hab jetzt einfach mal MP7 an. Und ja, das Ganze ist jetzt nicht so ganz so einfach, so zu spielen. Man muss da, es bedarf ein bisschen Übung mit den Sprüngen. Man muss wissen, wo kann man rüberspringen und auch mit der Hieb- und Hota-Kombination. Ich zeig's euch einfach mal. Ich hoffe, ich krieg's ganz gut hin. Ich persönlich mache auch noch ganz viele Fehler. Ich sehe auch, da ist eine Menge Potenzial vorhanden, um noch eine Menge rauszuholen. Ach so, eine Sache noch. Der Tod von oben hier beim Sprung. Da gibt es jetzt mehrere Runen, die gut sind. Man kann eiserne Aufschlag nehmen. Das ist auf jeden Fall auch gut. Oder Tod von oben. Ich finde das besser inzwischen. Tod von oben. Denn das betäubt die Gegner, die Elite-Gegner. Wir springen in die Elite-Gegner rein. Sie werden betäubt. Und wir können mit unserem Hoter und Hieb ja, die möglichst schnell töten. Denn es gibt ja auch noch eine Sache. Wir haben eine schallende Wut als Waffe und die hat Furcht. Die löst Furcht aus beim Gegner. Und ja, die Elite-Gegner sollen uns halt nicht dauernd wegrennen. Und da ist diese Rune wirklich gut. Denn sie werden 3 Sekunden lang betäubt im Optimalfall. Und dazu kommt noch auch eine Kleinigkeit. Also, ich sagte ja schon, es gibt ein Video, habe ich schon gemacht. Wie schafft man es, dass ich jetzt mein Trash Farm Barb auch für Essenzen ready mache? Da habe ich mehrere Videos zu gemacht, unter anderem das Video 800 Millionen Trash und Essenzen Barb. Ja, das Budget ist eigentlich relativ egal. Es geht wirklich, dass ihr das euch anguckt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen reinen Trash Farm Barb habt und Essenzen farmen wollt. Da geht es darum, wie machen wir diese Transition hin zu 2 Einhändern und zu den Breakpoints und dass wir das alles berechnen. Ich habe dazu auch noch ein anderes Video gemacht, All-Inclusive Barb hieß, das ist schon ein bisschen älter. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall euch angucken und verstehen, ja, was wir dafür benutzen. Zum Beispiel ist unverzichtbar ein Stein von Jordan beim Essenzen farmen, denn die 30% gegen Elite-Gegner, die sind einfach unschlagbar. Und ja, die kriegt man sehr billig noch. Wichtig ist wirklich der Bonusschaden auf Kälte, also der Bonus auf Kälteschaden, denn dadurch werden sie nochmal gefreezed. Also wir freezen sie hierdurch. Unser Schuft freezt sie und wir betäuben die Gegner und reduzieren dadurch möglichst viel diesen Fear-Effekt. Ja, und generell ist es immer schlecht, wenn die Gegner von uns wegrennen, wenn wir auf sie raufhauen wollen. Und wir wollen sie wirklich in 5, 6, 7 Sekunden killen, die Elite-Gegner. Ja, und den Rest müsst ihr wirklich, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, da guckt diese Videos an, ne? Da erkläre ich nämlich viel zum Gieren. So, und ich mache jetzt mal einen Run. Und das Neue ist halt wirklich, dass wir ohne Wirbelwind spielen. Aber wir sehen jetzt schon mal hier, zack, hier kann man so rüberspringen und immer viel Zeit sparen. Dann gehen wir hier immer natürlich zu den Elite-Gegnern sofort. Und wir sehen auch durch den Stein von Jordan töten wir die ganz schnell. Hier haben wir jetzt so eine Situation, wo wir eingeklemmt waren. Da müssen wir dann mal rausspringen, weil wir haben ja keinen Wirbelwind. Ist aber selten auf der Map, dass man das machen muss. Ja. Wir müssen so ein bisschen hier Slalom laufen. Und der ganze Trash, der hier steht, den benutzen wir wirklich im Endeffekt nur dazu, um unsere Tornados da ranzuhalten, damit wir Wut von ihnen kriegen. Für nichts anderes. Wir killen sie nicht. Es geht uns nicht darum, sie zu killen. Wenn wir uns entscheiden könnten, wäre es sogar optimal, wenn unsere Wirbel weniger Schaden machen, als sie aktuell machen, damit wir noch mehr Wut von ihnen kriegen. Aber ja, das könnte man vielleicht durch einen Waffenwechsel machen, den man jedes Mal macht dann. Aber das ist, finde ich, führt dann zu weit. Also da kann man bestimmt noch mehr rausholen, aber muss ja nicht sein. Ja, wir wollen halt maximale Wut von denen haben.
Und hier hatte ich jetzt ein bisschen Pech, wie ihr gesehen habt. Da gab es gar keine Elite-Gegner vom ganzen Weg. Dadurch habe ich jetzt meinen Bersi verloren. Das ist immer, das kommt einfach vor. Da kann man nicht viel machen. Und ja. Das ist, sollte aber nicht häufig passieren. Also, hier hat man jetzt wieder gesehen, wie schön man hier abkürzen kann durch den Sprung. Und weiter geht's. Hier sieht man auch schön jetzt, wie sie betäubt werden. Das ist jetzt zum Beispiel bei diesen sehr wichtig eigentlich. Ich habe es natürlich jetzt nicht kommen sehen, dass die kommen. Hier, jetzt wollen wir Betäuben reinsetzen und die ganz schnell töten, weil das sind problematische Elite-Gegner. Die machen sehr viel Schaden durch dieses Wirbeln. Und da kann man gerne mal sterben. Und da ist dann das Betäuben sehr gut, dass man die gleich betäubt und dann tötet. Und hier sieht man wieder schöne Abkürzungen durch den Sprung. Hier hauen wir uns nur durch, dass wir da durchkommen. Gerne auch mal ein bisschen spammen, ne, damit wir, wenn wir maximale Wut haben, damit wir unseren Bersi verlängern. Und auch mal hier ruhig benutzen, so ein paar Gegner, um den Bersi weiter aufzuladen. Und hier sieht man, dass der Vier-Effekt halt wirklich nervig ist. Aber ja. Die Sprünge sind sehr schön gerade. Habt ihr gesehen, wie viel man da sparen kann an Weg. Und deswegen will ich halt den Skill lieb drin haben. Und auch hier sieht man schön, wie sie jetzt betäubt werden und man schon wirklich in den 3 Sekunden, die sie betäubt sind, man sie oft down bekommt, weil sie halt auch nicht weglaufen, man in Ruhe raufhauen kann. Und schon haben wir die Map geklärt. Das ist die Skillung, die ich empfehle. Ich finde, die macht auch wirklich richtig Spaß und man kann sie auch verdammt viel optimieren noch. Ja, dass man immer den Bash richtig setzt, also dass man vor dem Elite-Gegner ein, zweimal den Bash setzt, damit der DPS erhöht ist und dann erst Rota macht. Man kann die Sprünge gut machen. Ja, man kann eine Menge rausholen mit der Skillung. Mir macht sie eine Menge Spaß. Man muss sie aber auch üben. Es gibt natürlich jetzt noch ein paar Möglichkeiten, was man hier noch verändern kann. Zum Beispiel, wenn man eine Life-Leech-Waffe hat, dann könnte man halt sogar. Also stellen wir uns vor, ich hätte eine Life-Leech-Waffe, dann könnte man sogar noch andere Skills hier reinnehmen, statt Blutdurst. Und da gäbe es zum Beispiel die Berserker-Wut bei maximaler Wut, weil wir haben so oft maximale Wut in den Kämpfen. Wenn man nochmal 25% mehr DPS oder auch Raufbold, wobei Raufbold nicht so toll ist gegen Elite-Gegner. Aber so würde ich es mal generell euch empfehlen. Ja, und also ich schaffe, wenn ich richtig gut bin, fast 40 Essenzen die Stunde. Ich habe es mal ein bisschen getestet, aber da muss man eine Menge Übung haben. Es geht auch mehr, habe ich schon gehört. Also bis zu 50 sogar. Aber naja, wenn ihr 30 Essenzen pro Stunde schafft, oder 25 bis 30, ist schon ein sehr guter Wert. Und ja, das Gieren müsst ihr dann in den Videos, in meinen Budget-Barb-Videos gucken. Da erkläre ich das ganz genau, wie und was und Breakpoints. Und wir spielen zum Beispiel nicht mit 30er Breakpoints, sondern mit 26er Breakpoints. Und auch die Defensivwerte und so Sachen erkläre ich dort alles. Und ja, viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.